Jo, moin Leute und willkommen zu diesem Video. Während der Typ da komische Dinge tut. Hallo, guten Tag. Bin ich mit dem Haufen hier beschäftigt. So ein bisschen Entrostung und so. Erstmal bisher nur grundiert. Und hab mir gedacht, ich kann bei der Gelegenheit mal dieses E-Zink-Set, was ich mir schon vor einiger Zeit auf Empfehlung eines Arbeitskollegen geholt habe, einfach mal demonstrieren und zeigen, wie das funktioniert. Da habe ich mir diese Fläche für ausgesucht, weil man da gut hingucken kann. Jo. Als erstes zur Vorbereitung muss natürlich metallisch blank sein. Ich guck mal eben, wie ich euch hier am besten hindrapiert kriege, dass man auch gut was sieht. Das ist jetzt schon ziemlich fertig in der Vorbereitung. Ich habe jetzt hier eine 120er Korn noch auf dem Schwingschleifer und gehe noch mal einmal drüber. Das soll soweit reichen. Und jetzt habe ich nämlich, so gut es geht, den Zoom raus, diese Kante und eben auch hier den ganzen Radlauf, den habe ich gestrahlt, habe ich so eine kleine Streifpistole mir besorgt. Ja, aber eben zum Zeigen gleich diese Fläche. Jetzt reinigen wir das einmal, Isopropanol. Natürlich gleich alles, wo ich bei will. Das Ganze ist ja, da gehört noch eine Flasche zu, die steht vorne. Und zwar ist in dieser Flasche das Elektrolyt. Jetzt weiß ich, wie es heißt. So, dann sind da so Lammfell oder wie auch immer Überzüge, die kommen über dieses Zinkblech. Das ist reines Zinkblech. Dann kommt da ein Kabel dran. Und dieses Kabel ist schön lang. Muss es auch sein, denn mit dieser Klemme gehen wir jetzt vorne an den Pluspol. Erzeugen somit quasi einen, Kurzschluss. Direkt ist es ja nicht. Obwohl eigentlich schon, aber kein schlimmer Kurzschluss. Ein gewollter. Und da passiert auch nicht viel. Jetzt ist mir. So, jetzt stelle ich euch hier wieder hin. Ich hoffe, man kann das gleich sehen und ich hoffe, der Akku der Kamera hält noch durch, sehe ich gerade. Also mal eben beeilen. So, also dieses Lammfell gut tränken mit Elektrolyt. Dann bestreiche ich erstmal einmal, habe ich mir so vorgenommen, die ganze Fläche, die ich gerade machen will. Und dann gehe ich da einfach so drüber. Ah, das geht gerade sehr gut. Ich habe jetzt noch die falschen Handschuhe an. Ziehe ich gleich aus. Und die Einmalhandschuhe an, Gummihandschuhe. Aber das geht schon relativ gut jetzt hier, dank guter Vorarbeit. Ich gehe da auch gleich nochmal drüber. Aber um jetzt zeigen zu können, bevor die Kamera aus ist, reicht das schon. Ich hoffe, man kann den Unterschied erkennen. Hier oben sieht man es noch, da an der Ecke war ich jetzt noch nicht so genau. So, aber das kann man jetzt ganz normal übergrundieren und lackieren, da passiert gar nichts. Also das ist einfach nur zusätzlicher Korrosionsschutz, es ist halt jetzt wirklich verzinkt. Und das mache ich jetzt hier an der ganzen Fläche entlang noch. Aber
Ja, das war ja einfach nur mal eben eine kurze Demonstration, was es alles so gibt. Ja, und dann war's das mit dem Video und wir wünschen wie immer viel Spaß beim Schrauben, während der Lauch da hinten schon wieder Krach macht.